Sie ist eine der bedeutendsten Arzneimittelforscherinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre größten Erfolge feierte sie 1988 mit dem Nobelpreis für Medizin und Physiologie. Ihre Taten werden oft mit den Worten "ein Leben für die Arzneimittelforschung" beschrieben. Doch wer ist eigentlich Gertrude Elion? Gertrude Bell Elion wurde am 23. Januar 1918 in New York geboren. Sie war ein sehr wissbegieriges Kind, die sich schon früh für viele Dinge der Welt interessierte. Als sie 15 Jahre alt war, verstarb ihr Großvater an Krebs. Dieses Ereignis war für sie die Initialzündung, später in der Arzneimittelforschung arbeiten zu wollen. Ihr Bachelorstudium in Chemie schloss sie 1937 ab. Sie war zu diesem Zeitpunkt als einzige Frau an einer New Yorker Universität eingeschrieben. 1941 setzte sie noch ihren Master drauf und arbeitete anschließend als unbezahlte Laborassistentin und Oberschullehrerin für Chemie und Physik. 1944 wurde sie Assistentin des Biochemikers George Hitchings, was im Nachhinein eine neue Ära für die Arzneimittelforschung bedeuten sollte. Schnell wurde Elion durch ihr Können und ihren Wissensdurst von der Assistentin zur gleichwertigen Kollegin Hutchins, der daraufhin sehr bedacht war, dass auch Gertrude Elion in Forschungsergebnissen und Veröffentlichungen namentlich erwähnt wurde. Die beiden Forscher entdeckten unter anderem Medikamente gegen AIDS, Leukämie und Herpes und sorgten mit der Entwicklung eines sogenannten Immunsuppressivums dafür, dass Organtransplantationen überhaupt möglich wurden. Elions Beruf war ihre Berufung. Als wir begannen, die Ergebnisse unserer Bemühungen in Form von neuen Medikamenten zu sehen, die echte medizinische Bedürfnisse erfüllten und den Patienten auf sehr sichtbare Weise zugute kamen, war unser Gefühl der Belohnung unermesslich. So wird sie oftmals zitiert. Gertrude Elion forschte auch nach ihrer Pensionierung weiter und blieb der Welt der Medizin bis zu ihrem Tod im Jahr 1999 in verschiedenen Positionen als Beraterin erhalten. Wie am Anfang erwähnt, erhielt sie 1988 gemeinsam mit George Hitchings und James Black den Nobelpreis der Medizin für die Entdeckung wichtiger Prinzipien in der Arzneimitteltherapie. Außerdem erhielt sie unter anderem die National Medal of Science, die höchste Auszeichnung für wissenschaftliche Leistungen in den USA, und sie wurde 1991 als erste Frau in die National Inventors Hall of Fame der Vereinigten Staaten aufgenommen. Das ist eine Organisation, die bedeutende Erfinder und Erfinderinnen aus den USA und anderen Ländern ehrt.